So, willkommen zurück zu einer lang, lang ist ja Mindtest-Folge. Mittlerweile ist eine neue Version draußen. 5.7. Halt. Nein, hier. So. Ich hoffe mal, es passt alles audiomäßig. Genau, nee, da war nicht. Da habe ich. Ne, vorher. Ne, ja, wie, da, das ist unser Server. So. Wir. Muss überlegen, genau, es kam, by the way, ein Kommentar von Woland. Kann ich mal ganz kurz zeigen. So, genau. Wir haben das hier vor und das hier ist der Kommentar, den er mir geschrieben hat auf YouTube unter einem Video. Genau, die Technik-Supply-Converter funktioniert bei mir wunderbar, so wie wir es auch gebaut hatten. Also hier, ne, HV oben, MV unten. Bei ihm funktioniert es, bei uns nicht. Also nach wie vor keine Ahnung, warum es bei uns nicht funktioniert. Weil wir haben es ja, wir haben es sogar in beide Richtungen probiert und hat überhaupt nicht funktioniert so. Und dann meinte er, wir können ja noch einen zweiten MV-Grinder und MV-Alloy Furnace, also hier so ein Legierofen basteln. Ich habe so etwas Ähnliches tatsächlich vor. Und zwar eine Art Fertigungsstraße, aber eine besondere Art von Fertigungsstraße. Wenn es funktioniert. Ich habe so eine ganz lose Idee bei mir im Kopf, wo ich mir so dachte, so des einen Abends so, Junge, warte mal kurz. Man kann noch endlos Stein produzieren. Kann man da nicht was bauen? Und dann habe ich letztens durch Zufall, als ich das Inventar durchgelüftet hatte, diesen Block gefunden, der Blöcke abbauen kann. Und da kam mir so ein bisschen so die Idee, ja, Junge, daraus müsste man noch was bauen können. Und da probiere ich mal ein bisschen rum. Ansonsten, ne, die ganzen Öl machen. Ja, klar, man könnte natürlich aus den ganzen Erzen, die wir haben, bereits fertige Produkte machen. Ich weiß aber nicht, ob ich mit der Idee gehen möchte. Muss ich noch überlegen. Vernünftige Baufarm hat er mir dann noch vorgeschlagen. Das können wir auf jeden Fall machen. Da muss ich nur eine geeignete Fläche finden. Aber ich muss eh eine geeignete Fläche finden. Für das, was ich, ne, diese Fertigungsstraße zum Rumexperimentieren. Genau. Ansonsten, was er auch noch meinte, ist hier so ein HV-Quarry. Also diese Würfel, die großflächig ein Loch in den Boden bauen. Aber ich wüsste nicht, wohin mit dem Ding. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das wirklich. Ich meine, ne, da hätten wir endlich mal eine Verwendung für unser Atomkraftwerk. Weil das Ding hat ja HV so. Aber ja, da müssen wir. Also da bin ich noch. Ja, aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall mal mit der Fertigungsstraße anfangen. Ich habe da so einige Ideen. So, lalalala. Da machen wir mal meinen Test und hoffen mal, dass OBS das Fenster findet. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Ach, OBS, was ist denn schon wieder los mit dir? Gerät nicht angeschlossen oder verfügbar. Ist ja auch kein Gerät, ist ein Fenster, du Witzbold. Geht doch. So. Okidoki. Oh, draußen ist Nacht. Draußen ist dunkel. Ich habe eigentlich schon so lange kein Mindtest Let's Play mehr aufgenommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir gemacht haben. Ist das hier unser Haus? Wir haben wie das gebaut? So, mal kurz gucken hier. Warum sind die alle Türen offen? Gab es hier Einbrecher? Ja, genau, das Ding hier ist ja unser Sorgenkind. Nee, das Ding hier. Was halt überhaupt nicht funktioniert so. Das sollte HV in MV umwandeln. Aber das tut es irgendwie nicht so. Ja, whatever. Unser AKW. Ist das Ding noch an? Hä? Das Ding ist aus, aber wir kriegen Schaden. Ach so, weil es auf 6% Ladung hat.
Ja, genau, 6% hat das Ding noch. Oder sind 6% verbraucht? Das ist eine gute Frage. Gut, dann haben wir natürlich erstmal ein bisschen Radiation Damage. So, unsere erste Mission ist es also tatsächlich, eine Fläche zu finden, wo wir mal ein bisschen was bauen können. Jetzt ist es natürlich Nacht. Ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge schon so war, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe. Aber ja, alle Server haben wieder Tag-Nacht-Rhythmus. Ich habe schon, wie gesagt, schon so lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge schon so war. Oder ob es da tatsächlich noch dauerhaft Tag war. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal eine Aufnahme in der Nacht gemacht haben. Also scheint es da noch nicht gewesen zu sein. Oder so. I don't know. Beziehungsweise die letzten Folge. Kann sein, dass die letzten Folgen unter Tage waren. Da hatten wir doch mit diesen neuen Bohrern unten diese riesigen Raum abgebaut, ne? So. Da drüben zum Beispiel ist eine schöne Fläche. Da könnte man tatsächlich bauen. Da kommen wir auch da hinten rum relativ gut ran. Ich hatte halt gehofft nach einer großen freien Fläche, also ohne Bäume etc. Weil ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was, wie meine Straße wird. Also die Fertigungsstraße. Ich weiß, dass wir erstmal, um Stein zu machen, brauchen wir erstmal Lava und Wasser. Daraus bekommt man halt Stein, so, ne, als Endlosstein-Producer. Diesen Stein muss man irgendwie abbauen, dann muss man den irgendwie grinden und dann muss man den irgendwie in diesen komischen Sieb backen. Und aus dem Sieb hat man halt Mineralien oder nicht. Und wenn man keine Mineralien hat, hat man wieder Kies und diesen Kies kann man dann komprimieren und dann kann man den wieder backen, hat man wieder Cobblestone, dann kann man den wieder grinden und wieder sieben und so weiter und so fort. Und, ne, und dadurch kann man quasi extrem gut Ressourcen farmen. Aber da ich halt überhaupt nicht weiß, ob diese Anlage hier realisierbar ist. Oder ob meine Gedankengänge da irgendwie falsch sind. Und vor allen Dingen, ich weiß, wie ich die Anlage genau baue. Gerade mit den ganzen Tubes und sowas alles. Hätte ich da schon gern erstmal eine Experimentierfläche. Guck mal, hier ist doch Platz. Ja, guck mal, hier ist ganz viel Platz. Hier können wir was machen. Wenn das Haus dabei hochgeht, auch kein Problem. Egal, ist versichert. So. Das heißt, muss man überlegen, wir brauchen. Was brauche ich dafür alles? Also ich brauche auf jeden Fall Lava und Wasser. Das müssten wir beides haben, glaube ich. Zur Not können wir es ganz schnell besorgen. So, dann brauchen wir. Gut, ich erstmal hier. Was eigentlich? Okay. Unser Inventar ist soweit frei. Das ist schon mal sehr gut. Dann gucken wir mal, wo haben wir Wasser und wenn wir haben Lava. Das hier war die Mixmax-Dings. Wir haben ja gar nichts. Warte mal kurz. Hier waren die ganzen Elemente. Genau. Was war hier? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ah, stimmt, der Fall. Die Kisten ja hier auch alle, die beide hier ungeschützt sind, ne? Da können wir gar nichts reinpacken. Das Ding hier nee, ist auch ungeschützt. Das ist eine ungeschützte Kiste. Das Ding ist geschützt, genau. Deswegen sind da ganz Mineralien drin. Hier ist auch ungeschützt. Oh, was haben wir hier drin? Haufenweise Stuff, den keiner braucht. Okay. Oh! Wir haben ja einen funktionierenden Kühlschrank. Ja, nice. Hier sind nur Pflanzen drin. Was haben wir denn hier drin? Ach, guck mal, hier haben wir zumindest schon mal einen Eimer. Und einen Wassereimer. Ha, dann haben wir doch schon alles, was wir brauchen. Das heißt, Lava haben wir wahrscheinlich nicht. Müssen wir also jetzt erstmal holen. Hier haben wir Eisen und Kohle. In den beiden Räumen war nur Technik, ne? Genau. Hier war gar nichts. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ah, wow, ja, okay, die hat zwei Upgrades. Ja, da war ja was. So, was war denn hier hinten in den ganzen Räumen? Hier war nur Zeug, was wir hier abgebaut haben. Und hier nur das ganze Zeug von den Farmen und so.
Ja, genau. Roland meint ja in den letzten Absatz auch noch irgendwie, dass wir neue Felder für neue Pflanzen brauchen. Ich muss allerdings zugeben, ich habe absolut keinen Plan mehr, welche Pflanze er damit meinen könnte, weil wir haben ja diverse Felder. Von daher bin ich da etwas überfragt. Haben wir irgendwelche neuen Pflanzen bekommen, von denen ich noch nichts wüsste? Die haben wir auf jeden Fall angepflanzt. Jetzt gucke ich mal kurz bei uns. Ich habe schon wieder so viele Sachen gleichzeitig im Kopf. Das haben wir alles angepflanzt. Das haben wir auch. Das haben wir auch alles angepflanzt. Hier bin ich mir gar nicht mehr so. Doch, doch, das haben wir auch alles. Das haben wir auch. Außer das da unten, das weiß ich jetzt nicht. Bei Hanf. Das sind von den Sträuchern, die haben wir auf jeden Fall. Hey, wir haben doch von allem Zeug Beete. Oder Weiß, meint er. Zucker haben wir zu. Ah, klar, doch, genau, Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr haben wir auch. Welche Pflanzen genau könnte er meinen? Naja, Roland, wenn du das nochmal siehst, schreib mir nochmal genau, welche Pflanzen du meinst. Wie gesagt, die letzten Aufnahmen meint das sind mittlerweile so lange her. Ich habe absolut keinen Plan mehr, was hier überhaupt abgeht. Genau. So. Dann, Lava. Wo bekommen wir Lava her? Wir haben doch hier so einen Fahrstuhl. Wo führt der hin? Der müsste eigentlich unten irgendeine Mine führen. Ach, ja, das war sogar das Ding, wo wir letztens abgebaut haben. Ah, das Ding kann ich mich sogar noch erinnern. Aber hier ist kein Lava in der Nähe. Zumindest sehe ich nichts mit Lava. Ah, dieser Raum ist so unwirklich. Aber kurz, hier ist eine Treppe. Wo führt die Treppe hin? Wo sind die überhaupt? Oh, die Treppe führt nur bis nach da unten und dann hört sie auf. Hier ist auch noch ein Raum. Gibt's hier Lava? Zumindest gibt es schon mal Schwerkraft. Das ist doch schon mal was Feines. So. Ich weiß zumindest noch, dass wir Wie komme ich da hoch? Wie kommt auf die seltsam dämliche Idee? Gut, dann muss ich mal. Protected by Walker? What? Wieso ist die Mine zweimal von meinem Hauptkonto protected? Achso, es geht ja gar nicht. List Areas zeigt mir ja nur meine Listen an, ne? Oh, Alter. So. Genau, zeigt mir nur meine Listen, meine Areas an. Was zur Hölle habe ich denn da schon wieder verzapft? Ey, 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 da bin ich mal 3 Jahre nicht on und schon ist ja alles Kacke. Ja, geht ja schon mal gut los. Wie war das Passwort? Ne. Ich will sterben. Was? Warum 6? Das ist nicht gut. So, wir sind hier. Wo bin ich denn hier? Keine Ahnung. Wir gehen mal zum Spawn und wir gehen mal zum. Ich hatte doch einen Homepunkt, oder? Genau. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken hier. Mine.
So, okay, genau. List Areas. Dann. Leider kann ich mir hier nicht nur meine Anzeige, also die Anzeigen, die nur mir gehören. Aber kurz, 124, 125 muss ich suchen. 124, 125. Das ist beides mal genau das gleiche. Ah, okay. Ich glaube, ich hab da Mist gebaut. Weil die Sache ist, um das Ding zu protecten, lege ich immer erstmal eine Area an und mache dann über Add Owner, füge ich dann die Person hinzu zu der Area, für die der Bereich eigentlich gedacht ist. Und scheinbar habe ich bei diesem Add Owner auch wieder Walker eingegeben, statt Ronix. Gut, das ist natürlich, da kann Move Area die 125 nehme ich weg. Boom. Genau, das sind nur 124. So, jetzt muss ich machen Select Area 124. Und jetzt Add Owner Walker. Nee, erst die Nummer 124. Und dann Mine. So hatte ich das eingegeben gehabt, das war aber falsch, weil wie gesagt, hier muss der hin, für den die Area gedacht ist eigentlich. Und das ist mein Let's Play-Account. So ist es richtig. Und jetzt müssten wir auch wieder müssten wir auch wieder drauf zugreifen können. So. Doink. Mache ich mich jetzt hier einfach mal ein Loch rein. Wobei es auch schon ganz schön dämlich ist. Dass das Ding hier so direkt auf Kuppe steht. Ist das ein Fahrstuhl oder ist das ein. Das ist eine ganz normale Reisebox. Okay. Dann würde ich die nämlich mal kurz entfernen. Und jetzt kommen wir nie wieder zurück, weil ich irgendwas gerade kaputt gemacht habe. Ich würde lachen. Dann würde ich die nämlich ganz ehrlich lieber nach hier unten stellen. So. Oh ja, und schon geht's nämlich los. Wir nennen das Ding einfach mal Mine. Ich hoffe, nicht eins ist richtig. Besitzer bin ich, also kann das Ding leer bleiben. Speichern. Ja, okay, funktioniert. Ah, der wird funktioniert. Also habe ich zum Glück beim Netzwerknamen nichts geändert. Das ist schon mal gut. So, wir brauchen aber Lava. So, das heißt, hier gibt es schon mal kein Lava. Java. So, aber hier gab es doch irgendwo Lava. Geronimo. Nee, hier war es Wasser. Noch eins runter. Hier, nein. Ah, genau, da unten. Da ist nämlich auch ganz Obsidian. Ja, da haben wir Lava. Sehr cool. So. Wo macht das so coole Geräusche? Warum ist die Lava hier überall direkt? Das ist ja voll safe und alles. Gut, egal. Ich klau mal dich. Und Lava vermehren kann man nach wie vor nicht, ne? Genau, da ist Lava, aber das ist immer noch flüssige Lava. Genau. Lava kann man also leider nicht vermehren. Ich meine, zum Glück. Sonst würden damit ganz viele Leute ganz viel Unsinn bauen. Aber für unsere Zwecke wäre es natürlich praktisch. Aber gut, zum Testen reicht erstmal einmal Lava und einmal Wasser aus. Warum habe ich da eigentlich keine Fahrstühle? Das ist doch dumm. Wobei, ich hatte hier doch einen Fahrstuhl gehabt, oder? Weil da oben habe ich doch auch so eine Stalltür, deswegen. Warte mal kurz. Ich gehe mal ganz kurz. Oh, hier ist auch Lava. Alter, so dunkel. Hab ich eine Fackel dabei? Ja, ich habe Fackel. Ah.
So, da unten ist Licht. Das heißt, hier war eine. Genau, ich sag's doch, ich habe Fahrstühle. Aha. Bin ich gut oder was? Gut, dann sollte ich mir also da, wo wir das Lava abbauen, auch mal so ein Fahrstuhlding hinstellen. Können wir gut gebrauchen. So, warte kurz, hier brauchen wir erstmal ein bisschen Stein oder Sand. Beziehungsweise, warte mal kurz. Also, wir haben Lava, wir haben Wasser. Jetzt brauche ich irgendwas, was Blöcke abbauen kann. Hieß das Ding Drill? Nein. Breaker? Ja, Breaker hieß das Ding, genau. Das Ding nehme ich. Das sieht nämlich genau danach aus, was wir brauchen. So. Irgendein Gegenstand. Ja. Pisten brauchen wir und diese komischen Stahlzahnräder. Stahlgitter, also genau, Stahlbarren haben wir ja. Stahlgitter machen wir auch aus Schmiede. Ach so, Schmiedeeisen brauchen wir da. Und das ist aber normale. Ah ne, ist auch Schmiedeeisen. Okay, Schmiedeeisen müssen wir ganz viel haben. Genau. Na gut, so viel haben wir nicht, aber wir können ganz viel Neues produzieren. Roheisen haben wir ja mehr als genug. So, Entfertigungsraster. Okay, ich kriege gleich 12 Stück. Danke dafür. Entfertigungsraster. Was? Wir haben noch alles. Schmiedeeisen haben wir und diese Ketten haben wir. Achso, weil wir nicht genug für Zieren gehabt hätten. Deswegen, ja gut, okay. So, achso, wir brauchen jetzt mal eins. Wir kriegen ja gleich 6 Stück davon. Das ist ganz, das ist nett. Das ist super nett. So, halt, stopp, jetzt rede ich. Pisten. Pisten klingt nach etwas, was wir bereits haben. Oder auch nicht. Weißt du was? Leck mich, dann mache ich mal schnell welche. Brauchen wir Holz, auch wieder Schmiedeeisen und Mesekon. So, Cobblestone haben wir, aber nicht sehr viel. Mesekon haben wir zum Glück auch sehr viel. So, wenn wir irgendwas ganz viel haben dürften, dann wahrscheinlich Cobblestone. Ja, da haben wir noch gute 51.000. Oh, Lolka. Lol. So, dann nehmen wir mal ein Stack. Das ist gut. So, wir brauchen. Ja, komm, dann machen wir. Was? Achso, Holz. Es ist so verwirrend, dass er, wenn das Rezept nicht mehr funktioniert, er gar nichts mehr reinpackt. Ich meine, es ist gut, dass es so ist. Ja, keine Frage, aber es ist halt auch gleichzeitig erstmal ein bisschen verwirrend, wenn man es halt anders gewohnt ist. Holz. Wir brauchen Holz, warum eine Holzkiste? Wir haben eine Holzkiste, das weiß ich noch. Die da unten müsste sein. Ja. Na gut, so viel haben wir nicht mehr. Aber wir haben zum Glück noch ganz viel Bäume. So, dann machen wir mal hier aus ein bisschen Holz. So, das sollte schon reichen. So. Aha. Let's go. Dann haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir brauchen noch Clean Stone. Dann hätten wir alles. Sonst haben wir auch unten, ne? Stimmt, da waren bloß noch die Blöcke drinne, die wir irgendwie als Reste oder sowas hatten. Aber alles, was so ganze Blöcke sind, und so, haben wir alle hier. Okay. Bumm. Weißt du was? Geben wir mal gleich mal noch rein. Oh, geht so gar nicht. Dann geht das vielleicht? Ja. So. Aber davon jetzt schon mal zwei. Können wir also gleich zweimal solche Dinger machen. Wir bräuchten aber zweimal Lava und zweimal Wasser, ne? Naja, egal. So, wir können jetzt Steine produzieren, wir können Steine abbauen. Jetzt müssen wir die Steine. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viele Pipes. I don't know. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch erstmal Sachen, um daraus Sachen zu machen. Das heißt, zuallererst ein Grinder. Und da brauchen wir wahrscheinlich wieder erstmal Gehäuse für und diese ganze Scheiße. Genau, brauchen wir jetzt noch ganz viele Gehäuse wieder für. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Haben wir noch ein paar Gehäuse oder haben wir die letztens alle verbraten? Oh, wir haben noch 13 Stück. Easy. Easy. Diamanten. Ja, Diamanten. Weil das nämlich wir finden halt gar keine Diamanten so, ne? Und das hoffe ich mir unter anderem, dass wir auch endlich mal ein paar Diamanten haben so. Weil wir haben halt massig Mese, wir haben massig alles, aber wir haben 7 Diamanten, das ist alles, was wir an Diamanten haben. Warum? So, wir haben 200 mal Mese, aber keine Diamanten. So, what the f is going on? Ja. Das ist nicht gut. So, das heißt, wir verbraten unsere letzten Diamanten für die Anlage jetzt, in der Hoffnung, dass wir mit der Anlage neue Diamanten gewinnen können. Schwierig. So, wir brauchen Wüstenstein, ernsthaft? Granit, ernsthaft? Oh mein Gott. Granit, Wüstenstein müssen wir, wenn wir es haben, unten haben. Aber ich glaube, Wüstenstein haben wir nicht, den müssen wir erstmal brennen. Oh doch, haben wir welchen. Und Granit. Danke. Achso, LV-Kabel brauchen wir auch noch. Die Frage ist ja, scheiße, siehst du, wenn wir die Anlage da hinten hinbauen, brauchen wir da hinten ja auch Spannung, ne? Wir brauchen ja Kabel bis da hinten hin. Well, we are fucked. Oder ich baue einfach so einen Ofen hin. Wir haben ja in irgendeiner Kiste unten diese ganz alten Öfen. Oder steht da noch unten? Ach, oh nee, die sind doch hier. Diese Kohlegeneratoren. Wobei wir müssen noch LV-Kohlegeneratoren haben, oder? Hat man nicht noch LV-Kohlegeneratoren irgendwo rumfliegen? Ah, unsere geilen Werkzeuge. Huhuhu. Ich hatte auch noch LV-Generatoren. Oder habe ich die für die MV geopfert? Da haben wir normale Öfen. Da war doch klar, dass wir Pisten haben. Ach, leck mich doch. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Und wo sind unsere? Hä, haben wir nicht Pisten gemacht? Ach nee, wir hatten Grinder. Wollten wir nicht. Ah doch, genau, genau. Wir haben Pisten gemacht, um daraus die Grinder zu machen. Die Notebreaker. Okay, genau, also wir hatten Pisten, ja. Aber wir haben da bereits 6 Stück. Na, war doch klar. Dass ich die schon wieder übersehen habe. Ich könnte mich umbringen. So, LV-Öfen. Haben wir keine. Wie es aussieht. Und wenn ich jetzt welche mache, finde ich danach irgendwelche Dinger wieder. LV. Kohlekompressor. LVO. Ne, das hier. Das brauchen wir, genau. Ja, genau. Dann haben wir die für die MV-Dinger geopfert, weil die brauchen wir dafür. Gut. Dann brauchen wir natürlich auch wieder Gehäuse für, ne? Ah, scheiße. Ich meine, wir haben 13 Gehäuse, aber die scheinen auch echt wegzugehen wie Butter, die Dinger. Wahrscheinlich haben wir deswegen auch davon so viele. Naja. Wir werden aber nicht drum herum kommen, mindestens einen so einen Ofen und eine Batterie zu bauen, schätze ich mal. Damit die Anlage funktioniert. Haben wir jetzt noch eine Batterie oder müssen wir die auch bauen? Ja, natürlich keine Batterie mehr. Das ist scheiße. Oh Mann. Okay, na gut, ich glaube mal, wie diese Katastrophe weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Das werden lange Folgen. Bis dann.